Harlequin ist cool, ja. Mhm. Die ist voll die geile Tute. Mach ready. Ja, ich mach ready. Einen Moment. Mach ready. 16 und 30. Und der Killer. Oh, der hat auf mich gewartet. Ja. Oh. Hätte ich erstmal nicht gedacht. Normalerweise geht das immer auf Raum. Mhm. Nee, hat kein Bock auf gesagt, euch. Du hast ein Date mit meiner Axt. Ja. Ich stehe aber eher auf Motorsägen. Da spritzt das Blut noch viel schöner. In alle Richtungen. Oh, ja. Und zwischendurch hast du noch ein bisschen Gedärme, die rumfliegen und Knochen. Knochenstücke. Und alles schon vorgehäckselt. Brauchst nicht mehr viel kauen. Ja, bei manchen Wurst-Varianten, da gibt's ja... Ich kenne mich da nicht so... Also ich weiß, dass es Wurst gibt. Mit groben Stückchen. Ja, nee, so meine ich das jetzt nicht. Da ist Knorpel meistens mit drin und die kann ich überhaupt, das geht gar nicht. Es gibt da wirklich, meine Mutter, die hat früher hier so Einzelhandelskaufmann, Frau, whatever, beim Metzger, beziehungsweise im Supermarkt und die hatten eine Metzgerei und so. Da musste man dann den ganzen Scheiß auch können, ne? Mit Käse und Fleisch und sonst was abwiegen, ne? Und alles grob schätzen können und sonst eine Kacke. Und da steht dann halt auch drin, in diesem Buch, was sie da hatte, aus welchen, also welche Wurst aus welchen Sachen besteht und sowas. Und es gibt halt, ich glaube Bratwurst oder irgend so bestimmte, ich weiß nicht, da gibt's halt, da hast du halt auch die Sache, dass da Knorpel drin sein kann und so. Und das geht mir ja voll auf den Keks, deswegen mag ich, ich mag das nicht. Und bei manchen Wurstsachen, da weiß ich auch, was da drin ist. Und deswegen bin ich nicht mehr so der Wurstfan. Also. Wusstest du, dass es eine gesetzliche Bestimmung dafür gibt, wie viel Rattenkot in der Wurst drin sein darf? Oh Gott, ernsthaft. Mhm. Lecker. Yam, yam, yam. Oh, ich glaube, ich gehe mal eine Runde in den Keller. Ja, ich bin nicht reingegangen. Kannst du machen. Ja, ich bin da gerade gierig. Nee, also, wie auch immer, keine Ahnung. Und es... Also Leute, wenn ihr weiterhin Wurst essen wollt, dann schaltet jetzt bitte ab, ja? Es gibt nämlich... es gibt halt auch Wurstvariationen. Also in den meisten Würsten, also da wird ja das meiste Zeug reingestopft, was man sonst nicht mehr so verwerten kann, wie beispielsweise Gehirn, Augen und bla. Und deswegen esse ich auch kaum noch Wurst, weil ich keinen Bock habe, irgendwie ein Schweinegehirn zu essen. Ich bin da irgendwie nicht so. Ich bin nicht so der Organ. Brain-Fan. Der Organ-Fan, ja. Egal, ob es jetzt. Ja, ich meine, Leber, okay, bei Leberwurst ist auch nicht irgendwie viel Leber drin, ne? Davon mal abgesehen. Ich glaube, da sind allerhöchstens 10% Leber drin. Der Rest ist Fett und. Fett und. Keine Ahnung was. Fleisch? Ja, Fleisch soll da auch drin sein, ja. Leberwurst hat eigentlich den Namen Leberwurst nicht wirklich verdient. Also. Ja. Was ist denn bei dieser Folge hier? Also momentan läuft es extrem gut, oder? Ist der Killer so schlecht, oder? Weiß oder sollten wir also öfters über Würste reden? Hier. Ja, ich weiß. Ich laufe nur andersrum. Aha. Einmal am Block. Mhm. Er ist runter vom Haken und schon wieder geschnappt. Dass es so gut läuft, liegt wahrscheinlich daran, dass wir nicht zum Haken Hugo hinrennen, sondern uns um die Generatoren kümmern. Ja. Ah, der ist geopfert. Wir müssen jetzt auf die andere Map-Seite laufen. Ist die Hedge übrigens hinter dir. Okay, ja. Werde ich nachher bestimmt nicht mehr wiederfinden. Ein bisschen Wirrwarr laufen. Auf. Du willst nicht aufmachen? Ich dachte, ich lasse dich. Oh shit, shit, der kommt hier hin. Er sieht dich. Ja. Das sind jetzt die paar Sekunden, die fehlen. Aufpassen, lauf! Oh,
Warum bleibe ich am Baum hängen? Ich habe das Gefühl, dass mein Charakter auch langsamer läuft. Ich mach weiter auf. Du weißt, wo die Hedge ist, ne? Oh, shit. Ja, ich weiß, wo die Hedge ist. Bringt aber nichts beim Killercamper. Ernsthaft? Ist das ein Killercamper? Ja, doch, bei dem anderen auch. Oh! Gut. Direkt am Haken. Er rennt jemanden hinterher. Ja, mir. Der andere kommt her und holt mich runter. Ist die Tür auf? Ja, die Tür ist auf. Okay. Lass dich bloß nicht nochmal anhitten, dann liegst du wieder. Er hat den anderen geschlagen. Er verfolgt mich. Er hat mich. Ja. Da komme ich nicht weg. Oh. Ja, er hat mich rausgeschlagen, sorry. Ja. Ja, aber ich hätte. Oh, das war jetzt. Das waren die 2 Sekunden! Oh. Ich dachte, die 2 Sekunden, die das Spiel entschieden hätten. Jetzt versuch wenigstens vom Haken zu springen. Ich bin sofort tot, alle raus. Ach ja, scheiße. Mhm. Da war ja was. Fuck. Da war ja was. Da gab's ja noch ein Feature im Spiel. Tja, siehste, wir wussten zwar, wo die Hedge ist, hat uns aber nichts gebracht. Nee. Aber das war ein recht kurzes Match, ne? Ja.